Zelt hier einfach nochmal die momentane Stille. Wir haben jetzt hier das Rotkreuzzelt, wir haben hier das Narrenzelt. Jetzt haben wir natürlich im Marsch geschwätzt, wenn größer müssen wir größer machen, definitiv. Wir wollen theoretisch 150 Leute mehr Platz anbieten. Im Herbst, also nach dem Zeltlager, im Herbst gibt es dann schon die ersten Meetings, schon die ersten Zusammenkünfte auch. Vor Weihnachten gehen die ersten Ausschreibungen quasi wieder an die Vereine raus. Das heißt, wir sind im Prinzip, ja, muss man nicht sagen, wir sind das komplette Jahr mit diesem Zeltlager in irgendeiner Form beschäftigt. Also unsere Hans-Armbände sieht man ja dann. Wahrscheinlich schon 3 Jahre zurück die gleiche, die schneidet es gar nicht ab. Und da wird ein Jahr lang geschwätzt aufs Lübbenig-Zeltlager. Die freut sich ein Jahr im Voraus. Ja, vor allem halt zu Beginn der Sommerferien. Das ist immer so der absolute Highlight für die Kiddies. Da wird schon Monate vorher, freut die sich, wenn die Schulferien losgehen, noch geht es aufs Lübbenig. Mein Name ist Gerd Fetzer. Ab 2000 gestartet mit der Organisation, Hauptorganisation vom Lübbenig-Zeltlager. Das ist geboren aus der Thematik, einfach es hat sich eingefahren, das Ganze. Ist immer noch das gleiche Schema einfach abgelaufen und irgendwann ist mal die Idee entstanden, vielleicht da oben oder frischer Wind reinzubringen. Das war im Jahr 2000, da habe ich mit Karl Nebbeführer noch darüber gesprochen und da sind wir so übereingekommen, dass ich das dann in dem Jahr übernehme. Und seit 2000 mache ich das jetzt, bis Stand jetzt. Das war und so ist einfach die Ausschreibung. Dass wir überhaupt ein Zeltlager veranstalten können, brauchen wir Teilnehmer. Das ist A und O, das erste Vierteljahr ist das die Hauptarbeit. Sich hiermit zu beschäftigen? Früher war das ja eine Veranstaltung vom Sportkreis Tuttlingen. Das war also begrenzt auf den Sportkreis Tuttlingen. Allein schon auch wegen Turnier, da ist um den Pokal des Sportkreises Tuttlingen gegangen. Deswegen waren Rotwälder Vereine eher die Ausnahme. Also hat sich das alles von alleine mehr oder weniger ergeben. Die sind standardmäßig angeschrieben worden. Dann hat es irgendwann mal ein Loch gegeben, weil die Tuttlinger Vereine nicht mehr die Mannschaften zusammengekriegt haben. Und darum ist das Ziel seit Jahren einfach, dass man es noch breiter streut, den Bekanntheitsgrad noch größer machen, damit einfach irgendwo das Ziel, was wir uns stecken mit 800 Teilnehmern, dass man das auch jedes Jahr wirklich erreicht. Also ich lade nicht den ganzen Württembergischen Fußballverband ein oder die Mannschaften, die in dem Bereich sind, sondern schon gezielt, hauptsächlich jetzt der Bezirk Schwarzwald natürlich, das ist unser Bezirk, aber auch Bezirk Bodensee, Bezirk Zollernalb, Bezirk Freudestadt, Richtung Stuttgart, Bezirk Stuttgart. Also das ist so unsere Hauptzielgruppe, wo man dann die Vereine, weil es einfach auf dem Anfahrtswerk her für die noch interessant ist, die kriegen allesamt eine Ausschreibung. Anfang Januar geht die raus und dann kommt irgendwann, gibt es eine Meldefrist für die erste Meldung. Und dann sieht man, was so reinkommt bei der ersten Anmeldung und dann sehen wir, was brauchen wir über die normalen Dinge hinaus, was müssen wir organisieren. Aber ansonsten haben wir eigentlich alles relativ schnell griffbereit. Ich will jetzt nicht sagen, dass es überbewertet wird, aber durch die jahrelange Erfahrung haben wir natürlich unseren Plan, unsere Checkliste, die wird abgearbeitet, ein halbes, dreiviertel Jahr vor dem Lübbenig-Zeltlager. Da trifft man sich dann ein, zwei, dreimal im Vorfeld. Es sind meistens immer die gleichen Personen noch, wo die Aufgaben dann dementsprechend erledigen. Und von dem her ist eine relativ große Routine drin. Einmal Luft und dann kannst du noch Hand in deinen Verkehr machen. Ist immer noch, das Wirtschaftszelt ist immer noch größer, wir haben immer noch mehr Platz, das heißt, sie können halt nicht mehr erreichen. Der Spülbereich kennst du auch in dem Eck machen. Da hast du auch einen offenen Lokal. Den Spülbereich kennen wir ja dann auf dem Platz, wo wir Aber jedes Mal ist dann doch so, dass es zum Schluss noch trotzdem noch eng wird. Es gibt viele Sachen, die man weit im Vorfeld planen muss und auch organisieren muss, reservieren muss, bestellen muss. Wie Aggregat, wie wenn man einen Soccercourt oben haben, Richtung Müllentsorgung zum Beispiel, ist ein großes Thema. Also da muss man dann schon rechtzeitig rangehen an die einzelne Firma. Dann geht es ums Mähen vom Lagergelände, auch ein wichtiges Thema. Uns ist halt elementar wichtig, dass da sauberes Lagergelände da steht. Ja. Das sind alles so Sachen, so Bausteine, die ineinander greifen müssen. Und je näher man ins Lübbenig hinkommt, je näher der Termin kommt, Umso mehr wurden eure Gespräche wieder untereinander. Hast du das gemacht? Wie sieht es da aus? Sponsoring? Wie sieht es aus? Jeder, der seine Gebiete hat, der seine Aufgabe hat, wird der Stand einmal abgefragt. Und das läuft eigentlich schon alles bei mir zusammen. Also das ist irgendwo der Deckel drüber mache immer ich. Also dass ich weiß, wie der Stand ist. Aber in den letzten 5-6 Jahren hat sich das Ganze, ist es von mir ein bisschen weiter weg. Ja, ich hab noch meine Aufgabe, die ich weiterhin organisiere und mache. Aber jetzt ist es momentan mehr so,
die Hauptorganisation. Also mehr so das Abfragen von der Aufgabe, was zu erledigen ist. Und es sind mehrere Personen jetzt dazugekommen, letzte 5-6 Jahre, wo dann einzelne Bereiche mit abdecken. Weil sonst wäre das über die Zeit so lange nicht möglich gewesen, das zu machen. Hast du jetzt vorher was gesagt, wegen dem, was der Kunde gemacht hat, dass es nicht gut war? Oder was stimmt's? Klippeneck, der Hummelsberg, wo wir tatsächlich uns aufhalten. Es ist eine grüne Wiese. Es ist eine Wiese, die keinen Strom hat, die kein Wasser hat. Das heißt, die eigentlich auch ein Naturschutzgebiet ist. Das heißt, wir haben also null Infrastruktur und all das, was wir da oben haben, muss quasi von uns organisiert und hochgebracht werden. Wir fangen im Prinzip also mit dem Aufbau tatsächlich so, ich sage jetzt mal so 3-4 Wochen vor dem Zeltlager, werden Dinge wie Waschhaus, wie Toiletten mobilisiert. Wir haben ein oberes Waschhaus für den Sanitärbereich, aber da haben wir vor Jahren auch dann das Ganze erweitern müssen, da haben wir umgebaut im Waschhaus drin, sodass wir den reinen Waschbereich haben wir nach außen verlagert. Da ist jetzt ein Vorzelt, da sind Waschtröge drin mit 25 extra Wasserhahne. Und das muss man aufbauen, muss man jedes Jahr installieren. Jedes Jahr, das wird wieder abgebaut. Um überhaupt aufbauen zu können, fange ich mal so rum an, müssen wir natürlich die Zelte organisieren. Ja, die Zelte sind größtenteils vom Sportkreis Tuttlingen. Der Gerd meldet das an, per Schreiber sowohl an mich, und dann leiten wir es immer auch gleich unserem Zeltmeister weiter. Der Sportkreis hat einen Verantwortlichen natürlich für die Zelte, und die Zelte sind gelagert in Dobheim, wo der Sportkreis ein altes Raiffeisenbankgebäude angemietet hat, mit Rampe, wo das ideal abzuholen ist. Und dann machen wir mit dem Zeltmeister einen Termin aus, fährt er vor und kann die abholen, und aufstellen darf man es natürlich selber. Abbauen darf man es auch selber. Wenn möglich, fangen wir am Freitagabend vorm Zeltlager fangen wir an, mit der ersten Zelt aufzubauen. Mit dem Vorzelt, den Großheim an, oder? Ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, genau. 4 wäre es lang gewesen, wegen dem Baum. Ja. Und 3 Uhr mache ich auch, denke ich, alles bald. Dazu kommen noch die Großzelte, einmal vom Wirtschaftsbetrieb. Dann haben wir einen Betreuer für die Betreuerbesprechung und für den Filmabend haben wir ein Extrazelt. Auch dann von Sonntag noch gedacht, fürs Mittagessen. Und dann gibt es das Koch- und das Essenszelt vom Hans Bohrer. Das sind also nochmal 3 Großzelte, die wir dann noch aufbauen. Je mehr Leute, umso besser, aber halt auch nur bedingt. Also, wenn das Wetter ideal ist, wenn viele Zelte oben sind, wenn du die Leute mit Arbeit versorgen kannst, ist natürlich ein Traum. Ja, aber das ist die Ausnahme, weil du erschmeißt nicht die Zelte, das Wetter macht viel mehr nicht mit. Ja, das ist ein schwieriges Thema, der Aufbau. Die Wirtschaftszelte herrichtet, eine ist das Gerüst vom Zelt. Aber dann muss man natürlich nur die Zelte dementsprechend einrichten für den Wirtschaftsbetrieb. Also Theke, Kühlinventar selber, Kühlschränke. Wenn gemäht wird oder wenn der Winter rum ist, da sieht man überhaupt nichts mehr, wo die Felder vorher waren, die 4 Spielfelder.
die muss man wieder ausmessen, die muss man wieder herrichten. Ich kümmere mich halt ein bisschen um die Spielfelder. Anfangs waren es mal zwei, denke ich. Irgendwann musste man mal drei Spielfelder machen. Zwischenzeitlich sind wir bei vier Spielfelder angelangt, weil das Turnier eigentlich auch immer größer geworden ist. Also ich kümmere mich einfach dort, dass das alles funktioniert und am Starttag, am Freitagmorgen, wenn es immer losgeht, die vier Spielplätze hauptsächlich in einigermaßen Zustand sind, dass die da loslegen können. Dann haben wir ja zwischenzeitlich so einen Wagen, einen Bauwagen für die Turnierleitung. Also muss viel gefahren werden, hoch und dann alles am richtigen Platz aufgestellt. Es gibt auf jeden Fall viel zu tun. Man muss Lager holen, fürs Lagerfeuer muss man Holz organisieren, muss man das Holz herrichten. Damit dauert es drei Abende, im Prinzip ein richtiges Lagerfeuer auch stattfinden kann da oben. Also beim Aufbau für die Stromversorgung fängt eigentlich im Endeffekt schon am Mittwochabend an. Die ganze Stromverteiler hochbringen. Am Mittwochabend ist eigentlich auch das Notstromaggregat schon oben. Dann mache ich am Mittwochabend beginnt mit Leitungen grob mal ziehen, ja, dass mal die Stromversorgung grob liegt. Und dann am Donnerstagmorgen bin ich dann oben und mache den Rest anschließen, Aggregat in Betrieb nehmen, die Verteiler prüfen, die Stromverteiler prüfen. Wenn dann das Elektrische soweit funktioniert, dann geht es an die Lautsprecheranlage, Kabel ziehen, Verstärker aufbauen für die Turnierleitung und Lautsprecher aufstellen, aufhängen und die auch in Betrieb nehmen. Das sind alles ganz, ganz kleine Aufgaben letztendlich. Wenn genug Leute da sind, ist es relativ schnell erledigt. Aber du musst halt immer organisieren, dass Leute da sind, zum richtigen Zeitpunkt da sind, dass das Material natürlich zum richtigen Zeitpunkt da ist. Und da gibt es halt immer mal wieder so ja, Schwierigkeiten, wo eins zum anderen passt. Man hat dann immer Teams. Das sind die Aktiven, das sind freiwillige Helfer, das sind Leute, die mit dem Fußball verbunden sind. Erfahrungsgemäß sind es immer welche, die kennen das vom FF her. Also man weiß, wie es läuft und man baut dann auf und so gibt es Teams und dann geht es auch relativ flott. Ja, ich mache jedes Jahr gerne mit wieder, weil irgendwie gehört das für mich dazu, das Glückwerk-Zeltlager. Fußball allgemein einfach meine Leidenschaft komplett. Ich erinnere mich auch immer zurück, wie das bei mir war. Ja. Wie war ich selber als Jugendspieler da oben, war das Größte damals und darum versuche ich das auch denen, wo jetzt dann in dem Alter sind, einfach auch weiterzugeben und sagen, komm, wir müssen das unbedingt aufrechterhalten. Motivation, ja, kommt schon aus dem Team heraus jetzt. Ja. Wir sind natürlich schon so ein Kern ein bisschen also von der Mannschaft, sage ich mal, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, 8 bis 10, 12, 14 Leute, die halt doch immer dann, die siehst dann zwei Wochen natürlich dann jeden Tag, jeden Abend irgendwo ist was zu tun. Man kommt dann auch kurz danach auch noch kurz zusammen, mal länger, mal nicht so lang, das ist klar. Aber einfach immer diese gemeinsame Arbeit, muss man schon sagen. Mal weg von der eigenen Arbeit oder die Leute, die man sonst unter Tag so trifft. Das ist eigentlich immer noch das, was zählt. Man erreicht, man schafft was gemeinsam und hat natürlich auch fast immer ein tolles Ergebnis dann, wenn man einfach das gut über die Runde gebracht hat. Ja. Ich schätze es jedes Mal hier die Arbeit von den Verantwortlichen vom FSV Denkinger, die ganzen Ehrenamtlichen. Ich will mir gar nicht mit bestem Willen vorstellen, wie viel Arbeit das bedeutet. Wie viel man schon im Vorlauf da planen muss oder auch Helfer stellen muss, das ist eine enorme Arbeit. Das Ehrenamt ist hier sicher bis an die Schmerzgrenze gefordert beim Glippeneck-Zeltlager. Aber es spricht auch für sich, dass man für eine Aktion, für ein Zeltlager oder für sonstige Dinge im Verein immer wieder Leute gewinnen kann. Weil das macht schon aus, dass man miteinander etwas macht und nachher feststellt, hoppla, das war eine gute Sache. Und das ist wieder ein Motivationsschub fürs nächste Mal. Und zum anderen, da sind natürlich auch ein paar Fachleute am Werk. Die stellen vorher schon einen ganz tollen logistischen Plan auf, arbeiten das ab, haben inzwischen die entsprechende Erfahrung. Und jeder wird nach seinem Können eingeteilt. Das machen sie schon ganz clever. Aber das bedeutet trotzdem für die Verantwortlichen immer oben sein, immer alles im Griff haben und jedes Jahr ein paar hundert Leute im Prinzip haben, die einem wiederhelfen. Also großes Kompliment an alle, die da beteiligt sind und insbesondere diejenigen, die da den Hut aufhaben. Ich finde es immer sehr spannend, interessant, wie das dann ist, wenn man aufbaut, man fährt hoch, es ist noch nichts da und dann sieht man Schritt für Schritt und
Am Mittwochabend sind wir dann fertig in der Regel mit allem, spätestens Donnerstagmorgen. Und ein totes Zeltlager, wenn man so möchte, quasi nur Zelte überall. Und ein paar Stunden später ist die Hölle los, hunderte von Kindern und dann 4 Tage Fußball. Offiziell haben wir ausgeschrieben, geht das Zeltlager um 17 Uhr los. So steht es in der Ausschreibung im Programm, 17 Uhr. In der Regel reisen die Ersten so mittags um 15 Uhr an. Fast alle kommen irgendwo ab 15:30, 16 Uhr. Und so gegen 18, 19 Uhr sind dann wirklich alle Vereine da. Wenn die Vereine kommen, wir haben am Eingang gibt es einen Lagerplan, wo aufgeführt ist, welcher Verein in welchem Zelt liegt, damit es keine große Fragerei gibt, weil das Gelände ist relativ groß. Das Lagergelände befahren darf keiner. Die müssen also ihr Abendbrot vom Auto weg dann Richtung Zelt selber transportieren. Also das läuft relativ harmonisch ab. Ja. Das ist haben wir jetzt relativ gut in den Griff gekriegt die letzten Jahre. Und dann haben die sich soweit eingerichtet. Die Jungs, die schmeißen ihre Liege ins Zelt und den Schlafsack. Und dann kommt der Ball raus und dann kickt. Ab 18 Uhr ist meistens so, sind wir soweit auch gerichtet, dass wir die Anmeldung dann vollziehen können. Da müssen dann die Mannschaften, jede Mannschaft zusammen, bestehend aus 10, 12, 15 Kindern, egal, treffen sich dann in dem Fall im Betreuerbesprechungszelt und da wird dann die Anmeldung vollzogen. Bisher haben wir unsere Bändle gehabt, das hat dann jedes Kind bekommen, hat man dann Anclips quasi. Im 49-Stunden-Blickzeitlager ist es so, dass es kleine Tattoos gibt, also abwaschbare Tattoos, um einfach quasi für jeden Teilnehmer zu wissen, der ist quasi Teilnehmer, das ist auch für die Essensausgabe und so weiter etc. wichtig. Wenn die Anmeldung abgeschlossen ist, dann geht es mal so erstmal ins richtige Lagerleben rein, gerade auch die Neue findet sich neu ein da oben, schauen sich alles mal ein bisschen an, unsere Verantwortliche im Spielbetrieb, die bereiten dann die Betreuerbesprechung vor, also nicht die Betreuerbesprechung an sich, sondern die Auslosung für das Fußballturnier, weil die immer im Vorfeld von der Betreuerbesprechung stattfindet. In der Regel um 20.30 Uhr, da werden die Gruppe ausgelost für das E- und D-Jugendturnier. Jede Mannschaft wird in einem kleinen Ü-Ei verpackt und dann gezogen und dann in die jeweilige Gruppe eintragen. Am Computer mit Beamer, dann sieht die Trainer, dass es wirklich kein Betrug ist oder dass die Gruppeneinteilung durch Zufall entschieden wird. In Gruppe A kommt die Spielvereinigung Aldingen 1. Gruppe C, der TV Wengen 1. Ja, dann wird da mitgeteilt, wann kriege ich die Spielpläne, wo kann ich Spielpläne abholen. In der Regel ist der Schiedsrichter obenan noch da, der Popovic, der dann noch ein paar Dinge zum Turnierablauf sagt. Die Schiedsrichter, die hier sind, das sind alles junge Schiedsrichter zwischen 14 und 18 Jahre alt. Die machen das zum Teil erst seit einem Jahr.
gebt ihnen die Chance, sich hier weiterzuentwickeln, sich hier sportlich einzubringen. Und dann um 21 Uhr fängt in der Regel dann die Betreuerbesprechung an. Aber da haben sich dann die meisten schon eingerichtet. Und wenn dann noch Fragen sind, dann kommen die im Laufe der Betreuerbesprechung, kommen die zu Tage und dann weiß eigentlich spätestens jeder Bescheid, wie es auf dem Lippenzeitlager läuft. Betreuerbesprechung ist einfach eine grundsätzliche Sache. Erstmal grundsätzlich begrüßen, vor allem Vereine, auch mal die Neue, wenn Neue da sind, vorstellen, wo sie herkommen. Herzlich willkommen an euch alle. Freut uns tierisch, dass wir da so viel beieinander sind. Hier die 3 Tage bei uns im Lippeneck. Und hoffen, dass wir auch 3 schöne Tage hier oben miteinander verbringen können. Dieses Jahr natürlich wieder unsere altbekannten Mannschaften, Vereine, die uns schon Jahrzehnte die Treue halten. Wir haben aber auch neue Vereine, wie der SV Auingen, wie die SG Emstetten-Lackendorf, die ich recht herzlich begrüßen darf, zum ersten Mal hier oben. Freut uns sehr, dass ihr hier seid. Und da ist ja eine ganz lockere Atmosphäre. Das ist ja, also wenn du schon gegangen hast, da triffst du Betreuer, du hast das letzte Mal gesehen als Jugendspieler. Und dann irgendwie denkst du, das Gesicht, das kommt doch bekannt vor, hä? Weißt du, damals. Hä? Ja, man trifft halt Leute, die man sonst das ganze Jahr nicht sieht. Hä? Nach der Begrüßung geht es einfach grundsätzlich um, wie verhält man sich auf dem Zeltlager. Ja? Auch appelliere an die Betreuer einfach, dass sie auf ihre Kinder schauen. Es ist ein weitläufiges Gelände da oben, wir haben vorne die Hangkante ins Tal runter, dass sie da einfach ein Auge drauf haben, dass sie verantwortlich sind für ihre Kinder. Das muss man halt immer wieder hervorheben. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und dann geht es um den ganzen Ablauf. Sanitärbereich, was da zum Beachten ist. Die Essensverpflegung ist ganz wichtig. Wie funktioniert die Essensausgabe? Was sind die Essenszeiten? Zum Speiseplan, der hängt aus, drüben im Wirtschaftszelt, am schwarzen Brett. Wir haben hier ausgewiesene Parkfläche. Das Klippleckzeitlager ist grundsätzlich ein Fußballturnier für E-Jugend, D-Jugendmannschaften. Ja, auch von der abgelaufenen Saison, weil es findet eigentlich immer nach der Saison statt. Eigentlich mehr schon in der Vorbereitung auf die neue Saison. Aber da sind alle Mannschaften spielberechtigt, die auch in der vorigen Saison noch gespielt haben. Also E- und D-Jugendmannschaften. Also ist natürlich schon ein großer Aufwand, auch während dem Turnier dann die Schiedsrichter zu betreuen. Die Spiele, die zurückgemeldet werden, die Ergebnisse müssen eingetragen werden. Also bei den Turnierleitungen sind dann natürlich die ganze Spieldauer gut und gerne 2-3 Leute wirklich ganztägig beschäftigt. Da geht es immer schon recht rum. Zweiter FC Früttlingen, 2:2 Tore, 7 Punkte. Erster SV Magstadt, 1. 7. Nach dem ersten Tag oder nach dem zweiten Tag, wenn halt die ganzen Gruppenspiele vorbei sind und wissen will, wer weiter ist, da sitzen die halt echt noch bis am Abend, bis dunkel ist, in der Turnierleitung und drucken die Spielpläne aus, machen die Spielpläne, gucken, wer weiter ist und rechnen das dann halt alles durch, wie es am nächsten Tag weiterläuft. Und das ist schon ein Mordsaufwand. Ja, Rieselsport, wenn ich jetzt so. 7 ja. Punkte, 2-2-0. Ja. Und dann dritte ist dann Schlichem, ja. 5 Punkte. Ich weiß nicht wie, es war auf einmal drin. Man spielt ja auch in der E-Jugend über dieses Kleinspielfeld, also das Spielfeld selber ist eigentlich wie gehabt, oder das kennt ihr eigentlich. Klar, die Verhältnisse, die Wiese da oben ist natürlich nicht so toll, wie man es sonst vielleicht gewöhnt ist. Aber man gewöhnt sich schnell dran und der Rasen ist ja relativ schnell auch platt getrampelt. Spätestens Freitagmittag ist es einigermaßen okay da zum Spielen. Der ist nicht so genau kontrollierbar, der Ball. Aber ich denke, das macht denen gar nichts aus. Alles kein Problem. Das ist das Klippeneck-Zeitlager hier auf der grünen Wiese. Kein Sportplatz, eine gemähte Wiese, noch verjuckt auch mal einen Ball, aber es gehört einfach dazu. Das Ambiente ist super. Das ist unsere Heimat, die Schwäbische Alb, da sind wir daheim. Richtig. Da spielen wir Fußball, passt. Also bei meinen Jungs habe ich es jetzt so mitgekriegt, das war für die haben immer vom Double gesprochen. Ja. Also sie haben einmal Meister gemacht in der E-Jugend und für die war das Größte, müssen wir das Clipback hinterher schieben. Ja. Das ist
Das kann man im Turnier jetzt irgendwo im Umfeld, wenn es unter auf dem normalen Sportplatz stattfindet, Lemberpokal, kann man es nicht vergleichen. Für die Jungs ist das ein Stellenwert wie, ja, das ist wie eine Meisterschaft oder noch mehr. Das, weil die Atmosphäre, die hast du als Jugendliche so bei uns eigentlich nie. Wenn du oben im Endspiel spielst, hast schönes Wetter, da ist ja der ganze Platz rundherum, stehen die Leute in 2-3er-Reihe und dann laufen die ein wie im Endspiel, stellen sich auf, dann kommt eine Musik dazu. Die haben gespannt, ja. Das ist sowas, das ist für jeden Ziel, da mal im Endspiel mitzukicken. Das ist absolutes Highlight. Und von daher ist das für jeden unbeschreibliche Stellenwert da oben. Die lernen sich auch untereinander auch besser kennen. Ja. Die kommen aus allen möglichen Schulen zusammen. Und wenn die dann 4 Tage im Zelt schlafen, das schweißt die Truppe auch zusammen. Auch die Betreuer und die Jungs. Ja. Ist halt sowieso ein guter Start in die Ferien. Ja. Und zum Abschluss der Saison. Ist wie eine Belohnung für die ganze Saison. Ja, wenn die Saison beendet ist, ob man jetzt einen Titel geholt hat oder nicht, aber dann ist das nochmal ein Höhepunkt auf dem Klippeck. Ja. Hier nochmal was zu erreichen. Ja. Und das wissen alle Jugendlichen und darum freut sie sich auch drauf. Ja. Hier nochmal wettkampfsmäßig durchzustarten, nochmal Leistung zu zeigen. Das ist ein Abschluss, den sich jeder Verein wünscht. Ja, und dann kann man in Urlaub gehen. Wir hatten damals nur eine Jugendmannschaft. Dort waren die Jahrgänge von 14 Jahren bis 18 Jahren zusammengefasst. Wir hatten oft Schwierigkeiten, überhaupt 11 Jugendliche zusammenzubekommen. Und da war die Erkenntnis damals so, dass wir gesagt haben, man muss mehr bieten wie Fußballsport. Man muss auch außerhalb vom Sportplatz was bieten. Und da kam die Idee dann vom Zeltlager. Wir haben miteinander Ideen entwickelt, wie man Jugendliche nicht nur sportlich, sondern auch darüber hinaus im sozialen Verhalten, in der sozialen Kompetenz weiterhelfen kann. Und so kam man irgendwann auf die Idee, man könnte ein Zeltlager machen. Wir haben nach einem geeigneten Platz gesucht und nach geeigneten Partnern gesucht. Partner haben wir gefunden mit dem FC Frittlingen, mit dem SV Dürbheim. Und der geeignete Platz war dann auf dem Klippeneck. Wäre sicher hier im Tal auch möglich gewesen, aber das Klippeneck, herausragender Hausberg von Denkingen. Und das hat natürlich gereizt. Und so kam es zum ersten Klippeneck-Zeltlager 1968. Die Partner aus Frittlingen, Paul Braun, Edwin Ohnmacht oder Werner Mesle und Edwin Müller aus Dürbheim, die waren gleich begeistert, sind hier mit eingestiegen. Also wir haben uns damals im Gasthaus Asani in Denkingen getroffen und da wurde das diskutiert, wie man das am besten löst, vor allen Dingen wie man die Zelte beschafft, die Verpflegung und so weiter und was man sonst neben Fußball her auch noch machen könnte oder sollte, um den Jugendlichen einen richtigen Anreiz zu geben, dass sie da
kommen. Mir war das natürlich der Tragweite nicht klar. Wie wird es die nächsten Jahre sein? Wie wird es organisatorisch zu bewältigen sein? Und man ist eigentlich recht blauäugig in die Sache gestartet und hat dann erst im Laufe der 70er Jahre mitkriegt, welche organisatorischen Probleme auf uns zukommen. Die Herausforderungen der nächsten Jahre war ganz einfach die Teilnehmerzahl. Bereits im zweiten Jahr kam SV Gosheim dazu und bis zum 10. Zeltlager ist ja die Teilnehmerzahl auf knappe 500 Teilnehmer gestiegen. Damals war ja so, dass die ganze Infrastruktur gefehlt hat. Wir haben Probleme gehabt mit dem Luftfahrtverband, mit den Segelfliegern. Die haben Bedenken geäußert wegen der Sicherheit, ob das zusammenpasst, Zeltlager und Segelfliege. Es war keine ordnungsgemäße Zufahrt vorhanden. Man musste das immer am Rand herrichten. Mit Mühe und Not ging es. Bei Regenwetter waren größte Probleme da. Das, wo man gezeltet hat, das war Wald und Heide. Es war nichts Sanitäres da. Oder bin ich heute, ist natürlich auch eine bestimmte Infrastruktur geschaffen. Und denke ich, kann stolz sein, dass so ein Zeltlager da oben stattfindet. Das Klippeneck-Zeltlager-Gelände wurde damals sicher auch deshalb ausgewählt, weil man was Besonderes bieten wollte. Uns war wichtig, dass es nicht nahe am Ort ist, dass nicht die Einflussnahme von den Eltern möglich ist, dass die tatsächlich mal Eltern unabhängig irgendwo zelten können. Aber war natürlich lange Zeit auch heiß umstrittene Idee, dass man so weit weggeht, dass auch da immer Überzeugungsarbeit leisten müssen. Aber wir haben damals gesagt, Klippeneck ist auch interessant für Auswärtige, auch der ganze Blick in Schwarzwald, wo man da oben hat und im schönen Wetter, das steigert das Erlebnis. Und so kam man sich auf den Hummelsberg, Klippeneck, und wie gesagt, aber mit 1000 Hürden, wo man überspringen musste, war ein Wasserschutzgebiet. Also es kamen zunächst von überall her Einwände. Gute Hermann war unnachgiebig, ich selber war ein Sturkopf und mit beidseitiger Sturheit haben wir das dann, auch argumentativ haben wir das dann durchgehalten, den Standort, und haben ihn auch durchsetzen können. Aber wir hatten viele Gegner am Anfang für den Standort. Also das Klippeneck-Zeltlager befindet sich, denke ich, an einer der schönsten Ecke auf der Schwäbischen Alb überhaupt. Erstens ist die Schwäbische Alb dort am höchsten. Zweitens geht es relativ senkrecht dann ins Tal. Man hat einen unheimlich tollen Blick bis hinüber Schwarzwald, dann, wenn das Wetter entsprechend ist, bis zu der Alpe. Und das Besondere an dem Hummelsberg ist auch die Nähe zu dem Segelflugplatz, immerhin der höchstgelegene in Deutschland, wo immer auch zeitgleich ein Wettbewerb stattfindet, der Segelflieger. Ich glaube, das macht es aus, dass zwei große Wettbewerbe zeitgleich da oben stattfinden. Und es ist einfach Natur pur da oben. Und von daher ein ganz besonderes Erlebnis. Die Lage ist sicherlich traumhaft und einzigartig. Selbst wenn man schon von Denkingen das Klippeneck hochfährt, spürt man hier, dass man jetzt etwas Besonderem entgegenfährt. Romantik pur, mitten in der Landschaft. Wenn man noch jemand begegnen will, da oben sind Segelflieger oder Schafe. Aber ansonsten ist nur der Fußballsport dann da oben in der Zeit. Und man sieht auch oft, wenn man dann den Randweg hochfährt, wie manche Mannschaften dann einfach oben am Randweg sitzen, an dem Bänkel, wo das Kreuz ist, ein bisschen runter in die Gegend schaut oder einfach ein bisschen durch den Wald am Fluggelände läuft, den Segelflieger zuschaut. Das ist auch was, was du jetzt nicht an jeder Ecke siehst. Ne? Ja. Thank you.
das Wetter auf dem Klippeneck und besonders während der Lagerzeit ist sprichwörtlich Zeltlagerwetter. Und damit meint man nicht unbedingt gerade das schönste Wetter. Es hat sicher nicht allzu viele Zeltlager gegeben, wo es rundherum nur sonniges Wetter gegeben hat. Und trotzdem, und das ist das Erstaunliche, und trotzdem kommen die Vereine, kommen die Kinder, kommen die Betreuer Jahr für Jahr wieder. Es gibt ja Jahre, da ist man bis zu den Knöcheln im Dreck standen und nächstes Jahr sind die Vereine wieder da. Einmal haben wir in der E-Jugend ein Endspiel gespielt, das mussten wir dreimal abbrechen, weil so viel Nebel oben war, dass das Tor nicht gesehen hast. Als Junge, das muss man mitgemacht haben, einmal da oben im Gewitter liegen, wenn es donnert und da der Regen aufs Zelt prasselt. Das muss man erlebt haben, das gehört einfach dazu. In der Regel ist es immer ein bisschen so ein Mix. Ja, Schräge, Sonne, alles so, ja, guter Mix. Also Thema Sicherheit ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges für uns. Wir spielen auf 4 Fußballfeldern Fußball und da kann mal was passieren. Wir haben natürlich rund um die Uhr Kinder, die draußen sind, die im Wald zum Teil unterwegs sind. Da ist es einfach so, dass wir also auch wirklich rund um die Uhr das Deutsche Rote Kreuz oben haben. Auch hier muss man sagen, ein dickes Lob und ein dickes Dankeschön an das Deutsche Rote Kreuz Denkingen, die wirklich von der ersten bis zur letzten Minute da oben sind mit dem eigenen Zelt. Die Verpflegung auf dem Klippeneck war zunächst einmal Improvisation. Das erste Lageressen war eigentlich Schlachtplatte. Martin Hittinger hat eine Sau geschlachtet. Weil es ja mein Onkel war, durfte ich natürlich im Vorfeld schon kräftig mithelfen. Das heißt, der Hermann Buschle, er und ich, sind in seiner Wurstküche im Keller gestanden. Da hat man Blutwurst gemacht, hat Leberwurst gemacht. Da hat man da oben noch so einen Waschkessel, hat man extra da hoch transportiert. Und dann hat man drunter wie so ein Lagerfeuer gemacht, da hat man den erhitzt mit Wasser. Und da hat man dann die Blutwürste und die Leberwürste und Sauerkraut reingehauen und hat es da drin wieder gewärmt. Und dann hast du nachher mit der großen Kelle hast das da rausgeholt. Das war gigantisch. Hier war eingebunden dann auch der Rolf Thieringer, Bäckermeister, der die Kräpfle kreiert hat. Da ist er stundenlang in seiner Backstube gestanden da unten, hat die dann am Sonntagmorgen zum Frühstück gebracht. Da hat sich jeder schon drauf gefreut, auf die Kräpfle. Kaba wurde zunächst selber gekocht, ist im Kessel dann angebrannt. Dann hat es später dann die Lösung gegeben über den Hans Weiß Klippeneck, der uns dann in späteren Jahren am Sonntagmorgen den Kaba gekocht hat. Das war dann mit zunehmenden Teilnehmerzahlen war das einfach nicht mehr möglich. Man hat dann den Weg über das Rotkreuz, über die Einsatzküche des Roten Kreuzes gefunden. Das hat einige Jahre hat es sehr gut funktioniert. Das Rote Kreuz hat alles selber zubereitet, aber die Kapazitäten, die waren dann irgendwann eben auch erschöpft. Und dann kam die Lösung mit der Fernküche Siedler. In Aluminium verpackt, ist ein großer Styroporbehälter gekommen. Auch das war zunächst einmal recht gut, aber
hatte den Nachteil, dass eben recht umweltbelastend viel Verpackungsmaterial angefallen ist. Und die nächste und bis heute praktizierte Lösung, das war ja dann die Lösung mit dem Hans Borro. Und das ist die ideale Lösung, einmal vom Essen her und auch von der Umwelt her. Also das Thema Verpflegung ist eigentlich bei uns eins von den Themen, wo man mitunter am meisten gelobt wird, weil es für die Anzahl von Kindern wirklich ganz, ganz also hervorragend über die Bühne läuft. Der Teilnehmer vom Klinikzeitlager hat also 3 Mahlzeiten am Tag, also Frühstück, Mittag und Abendessen. Und das quasi Donnerstag bei der Anreise gibt es ein Abendessen und Freitag, Samstag, Sonntag eben entsprechend auch Frühstück, Mittag und Abendessen. Es ist so, dass wir ab 8 Uhr morgens das Frühstück ausgeben. Zum Frühstück gibt es Kava und Tee, Zitronentee und dann auch Zopfbrot. Die Betreuer kommen dann mit ihren Kindern, schicken ihre Kinder oder kommen selber mit größeren Gefäße, wo man dann dementsprechend befüllt. Es hat Zeit gegeben, dass ich nicht jedes Kind mit der Tasse komme, aber das war natürlich war nicht so ideal. Also die befüllen dann jetzt ihre Gefäße, gehen wieder zurück ans Zelt. Andere von der Mannschaft kommen dann, holen ihre Zöpfe ab. Je nach Stärke von der Mannschaft, vom Verein, gibt es halt die Anzahl von Zöpfe. Und das wird so ausgegeben und dann gehen sie dann an ihr Zelt zurück und da wird gefrühstückt. Also gefühlt seit der Ewigkeit werden die Kinder versorgt von der Familie Borro, von der Firma Borro, in Verbindung mit dem Küchenteam. Das stellt der FSV Lindginge. Das sind 4 Damen und dann kommen noch 3-4 Mädels dazu, die unterstützen. Also ich finde es immer phänomenal, das Essen, das Mittagessen, wie das die Familie Borro managt, weil das sind natürlich ja Mengen an Nudeln, an Fleisch. Wenn das Fleisch bringt er meistens ja dann schon fertig von unten hoch. Aber diese Menge an Nudeln zu kochen oder Kartoffelbrei, also das finde ich schon enorm. Das ist natürlich schon ein Unterschied wie daheim. Schon allein diese Töpfe. Oben werden Nudeln gemacht und Fleisch und Soße und solche Sachen werden unten im Ort, im Betrieb hergestellt und fertig gemacht und dann warm, kalt und hochgefahren. Wir kommen halt, wenn er hochkommt, dann bringt das alles schon warm oder die Nudeln werden ja oben gekocht dann und dann kommt das alles in die Behälter rein und wir stehen dann zu viert und geben den Kindern das Essen aus, dann so je nachdem, was sie wollen. Dann jeden Tag gibt es ja was anderes. Und am Abendessen haben wir eingeführt, dass man in Buffetform das Ganze abwickelt. Also da kommen die Kinder ins Zelt rein. Rechts und links steht das Gleiche in Buffetform. Käseplatte, fertige Wurstsalat in kleine Schüssel, Käseplatte, Marmelade auch, wer keine Wurst, wer keinen Käse mag. Das Brot kann man sich selber rausnehmen, man kann sich sein Brot selber belegen, man kann sich ein Sandwich machen. Also da kann sich jeder selber bedienen, gerade das, was er gerade will. Hat sich wunderbar bewährt, kommt dabei der Betreuer sehr gut an, ja, weil sie im Prinzip gleich groß nachgucken müssen. Jedes Kind weiß selber, was er mag. Und es ist eigentlich für jeden auch irgendwas dabei. Es ist eigentlich schön zum Zugucken, wenn die Kinder kommen, jeden Abend, also der Dreck immer weiter hintergehen, die Augen von unten zugehen. Sie sehen nicht von Tag zu Tag fertiger aus, aber immer noch voll beim Fußball dabei sind. Also ist immer wieder schön, die Kinder zum Angucken. Und wenn die dann die Hände hinstrecken und die schwarz vom Ruß, vom Lagerfeuer sind, weil sie kurz vorher da drin noch gewillt haben, und man sagt, willst du mit den Händen essen? Natürlich, nur so schmeckt's. Ja, da guckt halt die Mama dann auch nicht. Ja. Das ist halt, denke ich, das Tolle. Ja. Man muss sich nicht unbedingt waschen. So. Also es ist jedes Jahr wieder eine neue Herausforderung und es ist jedes Jahr anders. Es sind andere Kinder da und ja, das ist immer wieder schön. Natürlich, wir haben also einerseits die Verpflegung, die sichergestellt ist für jedes Kind und für jeden Betreuer. Und natürlich haben wir auch ein Wirtschaftszelt, wo wir die üblichen Zusatzessen noch anbieten. Das heißt Pommes, Currywurst, Grillwurst, wo auch ein Elternteil das Kind besucht oder ein Opa, eine Oma das Kind besucht und gerne ein kaltes Bier trinken möchte, dann gibt es auch das.
sodass wir quasi auch wirklich eine Verpflegung haben für sowohl die Lagerteilnehmer, aber auch die Gäste, die dann im Prinzip zahlreich anreisen, die dann auch wirklich verpflegt werden mit Essen und Trinken dann. Und wir haben super Teams, die immer jeden Tag dann da sind und die eingeteilt sind und die kriegen das auch hin. Am Sonntag ist es brutal stressig, weil da will jeder Würste und Pommes und das Team, wo da immer dahinter steht, das sind eigentlich die, wo es ganz hart trifft. Das Klippeneck-Zeltlager war ja so angelegt, dass man nicht nur Fußball spielt, sondern dass man darüber hinaus ein breites Programm bietet. Weil sportliche Betätigung, Freizeitbetätigung ist ja nicht bloß Fußball. Und vor allen Dingen wichtig auch die Begegnung mit anderen Kindern, mit anderen Betreuern. Der sportliche Stand an sich nicht so im Vordergrund, wie das heute der Fall ist, wo das ja auch ein toller Wettbewerb ist. Wir hatten damals andere Zielsetzungen, das war mir das Erlebnis und das Freude am Zelten und Abenteuer Natur, das waren mir die Bereiche. Aber man sieht ja auch, wenn Sie gerade mal ein paar Minuten keine verplante Aktion da oben haben oder keine Aktion, die geplant ist, machen Sie selber eine. Da stellen Sie Bänke auf und tun die irgendwie quer über einen Tisch und so weiter und rutschen da runter. Also denen fällt ja immer was ein. Und das sieht man ja auch, sie wollen sich bewegen. Und wenn Kinder sich bewegen wollen, ist ja eh schon ein Gewinn. Einfach draußen spielen, Fußball, Tennis oder gegeneinander. Oder einfach chillen. Chillen. Ja. Oder Fußball, Tennis spielen. Fußball, Tennis ja. Spiele ich immer mit meinen Freunden. Ja. Und am Abend noch ans Lagerfeuer. Ja. Wenn man mal auf dem Klippeneck war, wenn man das mal gesehen hat, dann bin ich der Meinung, es braucht gar nicht so viel noch nebenher, was man bieten muss. Wirklich Fußballspiele da oben, Turnier, Kicken, das sind 90%, was die Kinder interessiert da oben. Alles andere ist so Beiwerk. Natürlich ist unser Anspruch, den Kindern auch was anderes zu bieten, wie nur Fußball. Wir haben Lagerlauf, wir haben schon Baumklettern gehabt, wir haben schon Bierkistenstapel, wir haben schon verschiedenste Wettbewerbe darüber hinaus gehabt. Dann haben wir Besichtigung vom Lagergelände in Absprache mit dem Segelflieger. Also wer Interesse hat, sich das da unten mal anzuschauen, wenn da gerade Flieger stehen, die Hangars anschauen, kann man gerne machen. Zweimal abends, Donnerstag, Freitagabends und Samstagabends gibt es Kino. Suchen wir uns die aktuellste Filme aus, schmeißen die CD rein und lassen es laufen. Und meistens ist es Zelt rammelt voll. Da ist dann auch zwei Stunden lang mucksmäuschenstill in dem Zelt. Die eine quält es dann nicht so, dann gehen sie wieder raus und dann kommen halt wieder 20 andere rein. Also das ist schon ziemlich viel Bewegung, aber trotzdem, da sind die meisten sind da total fixiert auf das Ganze. War halt auch ein bisschen als Alternative gedacht, wenn mal schlechtes Wetter wäre oder sowas. Wir haben es jetzt trotzdem jedes Jahr und es ist natürlich auch dann, das Zelt ist trotzdem voll, auch wenn schönstes Wetter ist. Also man versucht immer mal wieder andere Ideen auch zu bringen, sodass es nicht immer nur das Gleiche ist, sage ich mal. Vor 50 Jahren war es also nicht vorstellbar, dass Kinder sonntags nicht zum Gottesdienst gehen. Die Eltern haben da größten Wert drauf gelegt. Und es war auch recht einfach, den Pfarrer Dennenmoser zu überzeugen, dass da ein Gottesdienst im Freien stattfindet. Beim Zeltlager hat auch der erste Gottesdienst im Freien in Denklingen stattgefunden. Und es hat geregnet, wir alle hatten Angst, wie der Pfarrer reagiert. Aber es war dann ein wunderbarer Gottesdienst, habe ich nie vergessen. Bei Regenwetter stand er mit der Sonnenbrille da, voller Freude. Und also das sehr
zur Freude für alle war das, gute Lebensqualität für die Seele. Seit vier Jahren haben wir die ETG, die Evangelische Freikirche für Speichingen, die den Gottesdienst auch behält. Ist natürlich ein anderer Gottesdienst wie die Jahre zuvor, was die katholische Kirche gemacht hat. Die katholische Kirche hat das natürlich auch richtig gemacht und auch korrekt gemacht, aber natürlich nicht so fußballnah und auch nicht so kindernah, wie jetzt vielleicht die ETG das kann oder der Christian Haas das irgendwo rüberbringt. Wer weiß, in welcher Minute das entscheidende Tor geschossen wurde? 113. hat er recht und durch wen? Mario Götze. Wenn sogar das Kinder hinsitzen und andächtig zuhören, was ganz Besonderes, wo hier praktiziert wird. Auch die Denkung ihrer Bevölkerung ist hier dazu herzlich eingeladen. Das wird auch rege angenommen, das Ganze. Vor allen Dingen ist heute genauso wie vor 49 Jahren das Lagerfeuer immer noch ein ganz besonderer Reiz. Früher war natürlich Lagerfeuer im kleinen Kreis etwas anderes wie heute. Früher sind auch am Abend immer viele Eltern, Großeltern, Freunde und so weiter kommen. Man hat am Lager dann gesungen. Gerade in den ersten Jahren, der Edwin Ohnmacht hat immer seine Gitarre dabei gehabt. Ja, das war immer schön. Und der eine und der andere hat vielleicht auch noch was zum Trinken mitgebracht. Da erleuchtet ja alle Kinder auch, wenn da mal das mit da drin das riesige Teil angebrannt wird. Das darf man ja sonst nie. Da darf man's. Und dann ging die Sache, die eine Fußball hat sehr ernst genommen, die andere waren Kinder waren pausenlos am Lagerfeuer. Es gab so eine gewisse Köhlergruppe, die nur am Lagerfeuer war. Vom ersten Tag bis zum letzten, unterbrochen von kurzem Einsatz vom Spiel und dann sofort wieder zurück zum Lagerfeuer. Ich denke auch, wenn man so den Sonnenuntergang, das Lagerleben, das Lagerfeuer erlebt, das ist einzigartig und das können Sie sicherlich so auf einem normalen Fußballspielfeld gar nicht erleben und ladet einfach immer wieder dazu ein, bei diesem Event dabei zu sein. Ja, auch für uns Betreuer. Im Lagerfeuer haben wir schon Abend verbracht bis morgens um 4 oder 5, bis die Sonne bald wieder aufgeht. Da haben sie manche total verquatscht von alten Zeiten. Oder früher noch, da war dann, hat man irgendwie diese Liederbücher rausgezogen. Dann ist Tomsi Stahle manchmal am Lagerfeuer geguckt und hat dann mit der Gitarre da eingespielt, ja, und mitgesungen. Das ist eine tolle Atmosphäre. Mhm. Wir haben als Kinder waren wir schon da oben. Haben auch unseren Spaß gehabt. Jetzt betreuen wir sie und sind Trainer und haben wieder unseren Spaß. Richtig, und die Geselligkeit hier oben auch für die Betreuer, nicht bloß für die Kinder, die kommt natürlich auch zu kurz. Mittlerweile kennt man fast jedem Zelt. Man läuft am Abend von einem Zelt zum anderen und überall wird man herzlich aufgenommen und man hat einfach auch als Betreuer Spaß. Also das ist echt super. Ja, ich finde die Kameradschaft, der Zusammenhalt hier oben einfach grandios. Das hat man sonst, denke ich, nirgends. Ich finde das riesig. Das Zeltlager, dass halt da mehrere Generationen sich immer zusammenfindet und Freundschaften schließen. Und das schon über Jahre hinweg. Also ich war jetzt auch schon als Jugendspieler da, da hat es halt schon angefangen. Hier schließt man halt Freundschaften. Und über Jahre hinweg oder sogar fast fürs Leben. Ja, wir haben da echt Betreuer, die treffen wir jetzt schon seit 10, 15 oder auch 20 Jahren auf dem Kippmeck. Und ja, mit denen auch mal am Abend im Zelt gemütlich ein Bier zu trinken, das hat schon auch was. Das ist schon auch was, wo wir uns als Helfer und als Betreuer vom Klippeneck-Zeltlager auch echt drauf freuen, wo wir echt sagen, das ist auch für uns so ein bisschen, wo wir auch das Feedback kriegen, auch Kritik kriegen. Also das Kritik muss sein. Das nehmen wir auch immer gern und offen an, weil nicht alles immer glatt laufen kann. Aber das sind dann so Themen, wo wir wirklich dann auch am Abend im Zelt auch mal bei einem Bier besprechen kann und dann sind oft mal auch Probleme gleich aus der Welt geschafft. Also ich komme nach wie vor gern als Gast auch noch aus Klippeneck. Also man trifft auch alte Bekannte, man trifft auch Jugendliche, die jetzt gestandene Männer sind, die man einfach noch kennt von früheren Zeiten, wo als kleine Fünf da im Zeltlager waren. With a child's eyes always asking why, caught up in a world that's so black and white, but when the men get quiet you can hear them crying and
if the blackbird sings in the night and the white dove sings in the day, can we meet in the middle on a sunny shade of gray? Not too close to the light, but maybe getting far from the dark. It's a pretty crazy life with all these riddles on my heart. Die sanitären Verhältnisse waren zunächst einmal bei kleiner Teilnehmerzahl nicht arg problematisch. Man geht sowieso ins Zeltlager nicht, um sich sauber zu waschen und um jeden Tag die Zähne zu putzen, was mancher Mutter vielleicht nicht so gefällt. Das war zunächst Problem nicht. Zum Waschen, meistens einmal am Tag, ging man vor zur Flughalle. Dort war Wasser, dort war Abwasser, dort konnte man auch seine Geschäfte dann auf dem Klo verrichten. Und wenn es zwischendurch mal pressiert hat, dann ging man halt in den Wald. Früher, als ich oben war, so 74, 75, waren im Wald drei Plumpsklos. Das war ganz einfach so. Und da hat es ein Wasserwerk gegeben, an dem hat man sich direkt gewaschen. Da war ein Trog dahinter und an dem hat man sich gewaschen. Alle Jungs und Mädels, die da oben waren. Schließlich ging das durch Grunderwerb von Privaten und durch die Zustimmung aller beteiligten Behörden, dass dann im Jahr 80 die Baugenehmigung erteilt wurde und 81 dann zum Zeltlager das neue Abort- und Waschhaus zur Verfügung stand. Das war natürlich dann eine erhebliche Verbesserung. Die sanitären Anlagen sind eigentlich relativ einfach ausgestattet, aber praktisch. Und der will, es gibt nicht arg viele, der will, der kann sich da oben wirklich sehr, sehr gut sauber halten. Die Kinder sind da ab und zu nicht so scharf drauf, aber wie gesagt, es gibt eine Waschhose unten. Da kann man sich dann waschen, Zähne putzen und dergleichen. Das ist alles abhängig vom Wasser. Und Wasser haben wir da oben keins. Damit man die Sanitäranlage auch betreiben kann. Und damit man das Wasser da hochbekommt, kriegen wir von der Firma Walter seit Jahrzehnten Straßenbau Walter in Drossingen eine Wasserwaage zur Verfügung gestellt. Eine große Wasserwaage, mit der wir dann das Gold, für uns ist das Gold da oben, das Wasser nach oben fahren, aufs Klippeneck. Und im Tal, also im Dorf, befüllen wir die Wasserwaage, fahren es dann hoch. Das ist nicht immer einfach, das muss man sagen, weil vielmal auch vom Verkehr her, die Straßen sind eng, schlecht zu befahren und dann mit dem Lastwagen, teilweise kommen sie mit ihren Segelflügern, also da wird es schon ab und zu mal ganz knapp auf der Straße, aber es funktioniert. Das heißt, wir fahren halt, ich glaube, wir kriegen da so 8.000, 9.000 Liter rein in den Wasserwagen. Wir fahren halt 6, 7, 8 Mal, je nachdem, zum Wasserhole runter ins Tal. Und befüllen dann im Waschhaus in drei Wassertanks mit jeweils 1.500 Liter. Die werden dann befüllt. Und damit können wir dann die Kloanlage, also die Spülanlage und dann nochmal normale Waschbecken zum Waschen und so weiter, das Wasser an sich, können wir dann bereitstellen.
Beispiel. Wichtig ist natürlich immer unten parat zu stehen und zu gucken, da sind die Fässer leer, muss ich sie wieder auffüllen, um einfach zu vermeiden, dass irgendjemand mal dasteht und sagt, es kommt kein Wasser mehr. Ja. Strom ist es einfach so, dass wir auch natürlich über die Jahre immer Jahr für Jahr eigentlich einen erhöhten Strombedarf hatten. Das hat angefangen einfach jetzt auch mit dem Thema, dass wir oben auch zum Teil Essen mitmachen. Das heißt, es wird einfach für die Küchengeräte ist erhöhter Strombedarf da. Also wir haben zwei Aggregate. Ein Aggregat hat ca. 40 kW elektrische Leistung und das an der Küche ca. 35 kW elektrische Leistung. Natürlich ist es für uns ganz klar eine Riesenherausforderung jedes Jahr, dass wir, sage ich mal, auf eine grüne Wiese, die das Glibnik ist, sowohl Wasser wie auch Strom liefern können. Das macht ja den Charme dieses Zeltlagers aus, dass man eben keine Infrastruktur hat und die Infrastruktur, die notwendig ist, immer hier für diese wenigen Tage hochschleppt und hochkarrt. Und also das Flair Klippeck-Zeltlager, so wie es hier ist in der Natur, ist einzigartig und würde ich auch nicht ändern. Also was nahe jetzt ans Lagerturnier, ans Fußballturnier ankommt, ist der Sportlandtag. Früher war das der WFV-Jugendtag. Also der wurde dann vom Württembergischen Fußballverband noch offiziell ausgeschrieben oder offiziell veranstaltet. Hat dann jeder Verein für sich übernehmen können und sage, ich mache jetzt einen WFV-Jugendtag. Wurde aber irgendwann mal abgeschafft. Dann gab es das DFB-Sportabzeichen. Haben wir mal 2-3 Jahre übernommen. Ist aber sehr, sehr aufwendig gewesen für die Größe, wie das Klippnetz-Zeltlager, für mehrere hundert Teilnehmer, das an einem Morgen durchzuziehen, weil es relativ viele Stationen sind. Haben wir dann relativ schnell wieder aus dem Programm genommen. Und haben den WFV-Jugendtag wieder ins Programm genommen, aber unter einem anderen Namen und als Sportlandtag. Das ist die Firma Sportland aus Großheim, der uns hier unterstützt und darum haben wir den Sportlandtag genannt. Und so machen wir das jetzt auch wieder seit Jahren. Da haben wir samstagmorgens neben dem Spielbetrieb her diesen Sportlandtag durchführen für alle Mannschaften. Das ist mit das Wichtigste vom Rahmenprogramm her. Der jetzt genannte Sportlandtag, der besteht aus 3 Disziplinen. Das ist ein Slalomlauf über 15 Meter nach vorne und dann hinter wird gewendet zurück, da wird die Zeit gestoppt. Dann gibt es den klassischen Torschuss, sage ich mal. Das haben wir ein bisschen verändert gegenüber dem früheren Original-WFV-Jugendtag, um das ein bisschen spannender zu machen. Da schießen wir jetzt auf so ein Torgitter sozusagen. Da hat einfach jeder Spieler 3 Schüsse, da kann er versuchen, bestmögliche Punktzahl zu erreichen. Dritte Disziplin ist ein Sprint. Da müssen die Jungs und Mädels 4x10 Meter zurücklegen. So eine Sprintstrecke, da wird auch die Zeit gestoppt. Also 2 Disziplinen gehen auf Zeit. Dieser Torschuss ist natürlich ein Punktesystem. Da ist ganz wichtig immer, brauchen wir während dieser Zeit der Abnahme von einer Disziplin, brauchen wir halt ein großes Helferteam, 16, 18, idealerweise 20 Leute, die Stationen besetzen. Das machen wir also immer in eigener Regie. Wenn alle durch sind, alle Karten ausgefüllt sind, also jeder Spieler hat so eine Laufkarte. Und dann heißt es auswerten. Das dauert dann immer ein paar Stunden. Da sitzen wir dann schon dran, tippen alles ein und schauen halt, wer die Nase vorne hat. Ja. Ist eine tolle Sache, hat immer noch nichts an Reiz verloren. Hat man das Gefühl, es machen immer, ich würde sagen, gut 80% der Teilnehmer mit. Letztes Jahr hatten wir annähernd 600 Teilnehmer, die dann bei dem Sportlandtag mitgemacht haben. Das ist natürlich eine große Menge dann Arbeit nachher noch rauszuwerten. Aber es kommt immer noch toll an, die sind mit Ehrgeiz dabei. Und ich denke, solange das auch bei den Jugendlichen einfach gut ankommt noch und nicht als langweilig oder so erscheint oder altertümlich, werden wir das, denke ich, einfach auch so weiterführen. Angefangen hätte es mal mit so einem Fußballwettkampf, das ist der Herr Buschle, hätte es dann als Erster gemacht hier. Da gab es so Einwurf, Weitwurf, es gab dann so Torschuss. Gab Slalom, das gab es auch schon, 4x10 Meter, hat der schon alles drin. Bevor es diesen WFV-Jugendtag gab, hätte der Buschle so einen Wettkampf da gemacht. Man hat Lagerläufe gemacht, man hat Waldläufe gemacht. Von Dänemark hat man viele Jahre lang den Orientierungslauf übernommen. Früher haben wir oft einen Lagerlauf gehabt, das war dann übers Lagergelände hinweg, so eine Art Schnitzeljagd.
Seit ein paar Jahren machen wir auf dem Lagergelände, machen wir Lagerolympiade mit verschiedenen Stationen, was es so gibt, was gerade einfällt an Spielen. Entweder Freitagmittags oder Samstagmittags, also 3-4 Stunden lang. Es kommt eigentlich immer toll an, wenn es auch nochmal was ganz anderes ist, wie jetzt nur Fußball, sage ich mal, um das herum. Trotzdem auch eine tolle Sache, ist immer ein bisschen Sport dabei sozusagen, wichtig für die Koordination, braucht ein Fußballer ja sowieso auch. Ist jetzt nicht so verbissen wie jetzt im Turnier, im Sportnachmittag, sondern ist ja eher mal ganz witzig, mal mit 5-6 Leuten was zu machen, ohne dass es der Erfolg unbedingt im Vordergrund steht. Ist auch ganz gut, mal sowas zu machen. Ja. Es ist ja meistens eine Mannschaftsgeschichte, also eine Mannschaftswertung. Auch hier wird der Teamgeist gefördert, die haben einen riesen Spaß bei der Sache. Schweißt das Team einfach auch zusammen oder die verschiedenen Mannschaften. Für uns war wichtig, dass die Kinder weit weg sind vom Schutzzipfel der Mutter, dass die Mütter und Väter nicht Tag und Nacht Einfluss nehmen auf die Kinder, dass die teilweise auch merken, dass man ein eigenständiges Leben führen muss, dass man im Leben auf andere angewiesen ist, dass man Freundschaft braucht, dass all das praktiziert wird. Also ich denke, für die Kinder ist das ein einmaliges Erlebnis und die Kinder lernen bei dem Zeltlager auch unwahrscheinlich viel. Man lernt den Umgang untereinander, man lernt sich gegenseitig zu schätzen. Solche Erlebnisse braucht man, wo man miteinander mal durch dick und dünn geht und wenn es bei Nacht vielleicht ein bisschen schummrig ist und so weiter, mal Ängste abbauen und sich aber auch gemeinsam an etwas freuen oder einfach auch Werte vermitteln. Wir gehen miteinander dahin, ohne Mama, Papa und so weiter. Und da ist nur unser Trainer dabei und der hält es 3 Tage aus mit dem Ganzen drumherum. Das schweißt die Mannschaft so zusammen und dieser Trainer ist dann fast wie ein Halbgott da oben für die. Für mich ist es einfach für die Jungs hochinteressant, wenn wir hier 70 Mannschaften auf einmal treffen. Die Jungs sich mit sehr vielen Kindern unterhalten, verständigen müssen. Und das macht eigentlich das hier oben aus. Ja. Du bist eigentlich weg von irgendwelcher Zivilisation, sage ich mal. Und die Jungs müssen einfach hier miteinander klarkommen, hier Kameradschaft bilden. Und das ist eigentlich das, was mir besonders gut gefällt hier oben. Also ich glaube, dass die Teilnahme an so einem Zeltlager bei Kindern und Jugendlichen durchaus entsprechenden Eindruck hinterlässt und dass man viele, viele Erinnerungen auch fürs spätere Leben mitnimmt. Nicht nur was den Fußball als Sport betrifft, sondern eben auch darüber hinaus die Bedeutung für die Gesellschaft, das Miteinander, das Gruppengefühl hier in diesen 4 Tagen. Also ich glaube, das entfaltet durchaus Wirkung auch in die Zukunft hinein. Das Klippeneck-Zeltlager ist was ganz, ganz Besonderes aus meiner Sicht. Einzigartig auch bei uns im Verband, von der Größe her, von der Teilnehmerzahl her, von der Lage her hier im Naturschutzgebiet. Ich konnte mir jetzt bei einem Rundgang einen Eindruck verschaffen und bin sehr, sehr angetan, begeistert, habe auch Hochachtung und Respekt vor all denen, die sich da ehrenamtlich einbringen. Da gibt es nichts zum Verbessern, das ist nicht zu kopieren. Da an dieser Stelle auch nochmal ein großes Lob und ein großes Kompliment an der FSV Dinginger für das Klippeneck-Zeltlager und die tolle Möglichkeit, hier teilzunehmen zu dürfen jedes Jahr. Das ist der Wahnsinn einfach. Genau das, was der FSV da über Jahre, Jahrzehnte organisiert gemacht hat und immer wieder verbessert hat, wirklich grandios. Für die künftigen Jahre würde ich dem FSH Denkinge wünschen, dass er immer wieder die Mitarbeiter findet, immer wieder auch vielleicht neue Ideen entwickelt, sodass auch künftige Generationen das noch erleben und erfahren dürfen. Naja, also ich muss es als Gründungsvater sagen, Hochachtung und Anerkennung, also denjenigen, die nach uns gekommen sind, das hat sich ja wunderbar entwickelt, hätten wir uns gerade vorstellen können von
vor 50 Jahren, dass das Zeltlager mal so starken Anklang findet, dass es so bedeutsam ist, dass es ausstrahlt nach ganz Baden-Württemberg. Am Ganze drumherum wollen wir eigentlich nichts ändern. Das soll den Charakter so beibehalten, das Lippener Zeltlager, weil das macht es einfach aus, auch im Sinne der Natur. Wir müssen versuchen, das, was wir tun, gut und vielleicht einen Ticken besser zu machen. Und wenn wir das die nächsten Jahre durchziehen, bin ich sicher, dass wir auch in 10 Jahren noch von diesem Klippeneck-Zeltlager in guter Erinnerung sprechen. Das Ziel ist weiterhin, das Ding so traditionell wie möglich zu halten. Ja? Es soll nicht irgendwie Hipster werden oder sonst irgendwas. Das ist zumindest mein Ziel oder mein Anliegen, dass das so bleibt, wie es ist. Also grundsätzlich zu 99,9% stehe ich hinter dem Klippeneck-Zeltlager genauso wie es ist. Und von mir aus könnte es auch die nächste 50 Jahre so sein, wie es jetzt ist. Alles Gute zum 50. Jubiläum!